Mittwoch, 29.11.2017, 11.10 Uhr, Drucken Nutzungsrechte Feedback IF, Type of ID, gleich undefinit, ID.AD, Brandet-Schandl-Teaser, es geht natürlich vor allem um Migration, wenn auch nur indirekt. Am Mittwoch und Donnerstag treffen sich zahlreiche Staats- und Regierungschefs beim EU-Gipfel in Abidjan. Auch Kanzlerin Angela Merkel reist in die Hauptstadt der Elfenbeinküste. Auf der Tagesordnung stehen Investitionen für junge Menschen, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Jobs, Frieden und Sicherheit, allesamt zentrale Faktoren bei Flucht und Wirtschaftsmigration. Offizielles Ziel: Die Europäische Union will Afrika helfen. IF, Type of ID, gleich undefinit, ID.AD, Outstream, IF, Type of ID, gleich undefinit, ID.AD, Mitte-1, doch ein kürzlich verfasstes internes Papier der EU-Kommission zeigt, dass Europa ausgerechnet an einem Brennpunkt der Flüchtlings- und Migrationskrise hinter den eigenen Plänen zurückbleibt. In dem 14-seitigen Dokument geht es um den sogenannten EU-Treuhandfonds für Afrika, EUTF, der im November 2015 auf dem Migrationsgipfel von Valletta beschlossen wurde und ein Volumen von 3,6 Milliarden Euro hat. Seitdem wurden in den drei Zielregionen der Sahelregion, am Horn von Afrika und in Nordafrika 117 Programme bewilligt und 190 Verträge mit einem Gesamtvolumen von rund 1,3 Milliarden Euro geschlossen. 488 Millionen davon seien bereits ausgezahlt worden. Finanzierungslücken ausgerechnet in Nordafrika, doch ausgerechnet auf den Nordafrika-Teil des EUTF, um dem es in dem Dokument geht, kommen laut dem Kommissionspapier enorme Finanzierungslücken zu. Dabei ist Libyen aktuell der Brennpunkt der Flüchtlings- und Migrationskrise. 90% aller Menschen, die über das Mittelmeer nach Italien kommen, machen sich von dem Bürgerkriegsland aus auf den Weg,